Weil wir den Motor der Wirtschaft am Laufen halten. In Deutschland und an 64 Standorten weltweit. Nachbar, ich danke dir. Die Aktion der Hoyerswerda-Genossenschaft Lebensräume. Sie will Mitbewohner ehren, die helfen, wenn Not am Mann ist. Haben Sie so eine gute Seele im Haus? Dann senden Sie Ihren Vorschlag mit einer kurzen Begründung per Mail an marketing@lebensraume-hy.de oder per Post in die Niederkirchner Straße 30 in Hoyerswerda. Beim Sommerfest am 8. Juli gibt's eine Überraschung. Einsendeschluss ist der 25. Juni bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos auch im Netz unter lebensraume-hy.de und bei Facebook. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 19. Juni. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn sich im kleinen Ort Schleife die Einwohnerzahl verdoppelt, dann steht ein in der Region einzigartiges Spektakel an. Das Dudelsack-Festival lockte am vergangenen Wochenende wieder hunderte Besucher an. Altes sorbisches Sprichwort sagt, wenn die Musik zu den Menschen kommt, dann vergeht jeder Schmerz. So könnte man auch das Motto des Dudelsack-Festivals in Schleife beschreiben. Fröhliche, traurige, moderne und traditionelle Klänge verzauberten die Besucher. Auch bei der mittlerweile 8. Auflage des Spektakels. Alle 4 Jahre wird es durchgeführt. Ich denke mal, das kommt daher, weil Schleife der einzigste Ort ist, wo halt durchgängig schon die Dudelsackmusik gespielt wurde. Weil damals eine Hochzeit ohne Dudelsack ging einfach gar nicht. Und da wurden halt die Hochzeiten verschoben, wenn die Musiker nicht konnten. Und ich denke mal, daher kommt das. Schirmherrin in diesem Jahr war die ehemalige Bundestagsabgeordnete Maria Michalk. Sie hat bereits das erste Festival erlebt und freut sich über die ansteigende Resonanz des etwas anderen Konzerterlebnisses in der Region. Das ist sowohl für die Region ein großer Schatz. So eine tolle Tradition auf die Beine zu stellen, zeigt auch, dass die Leute hier hartnäckig sind. Und da kann man wirklich stolz drauf sein, dass dann auch die Gruppen aus verschiedenen Ländern dieser Welt hier nach Schleife eilen. Für die Organisatoren ist das Ganze natürlich gar nicht so einfach. Immerhin rund 200 Teilnehmer aus Deutschland, Tschechien, Polen, Serbien, Spanien und Schweden konnten in diesem Jahr sozusagen in der Provinz begrüßt werden. Viele kommen wirklich von weit her und das sind enorme Anreisekosten. Und die wollen sie halt vielfach auch gezahlt haben, was ja in dem Fall nicht unbedingt immer möglich ist. Und da fällt es uns wirklich immer schwerer, von Mal zu Mal die Dudelsackgruppen zusammenzukriegen. Unser Ziel ist ja, dass jeder Dudelsack, also jede Sorte des Dudelsacks, gibt ja nicht nur schottische und sorbische, einmal hier gewesen ist. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also ich werde es nicht erleben. Und mit diesen Worten ist nicht das Aufgeben am Thema, sondern die Vielfalt des Instrumentes gemeint. Weltweit gibt es um die 300, in Europa etwa 180. Damit haben sich die Schleifer ein durchaus ambitioniertes Ziel gesetzt. Im ortsansässigen Folklore-Ensemble wird natürlich der traditionelle Dudelsack gespielt. Hier hat auch die Schirmherrin so etwas wie Erfahrung beim Spielen.
Ehrlich gesagt, ja. Mein Bruder hat einen und spielt ihn auch. Aber da bin ich nicht so talentiert, da gute Töne rauszubekommen. Ich spiele lieber meine Geige. Und da passt dann auch der Dudelsack, wenn man so will, dazu. Erzählt ist nun genug. Lassen Sie sich jetzt von den Klängen der unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen verzaubern. Wir machen jetzt weiter mit den ersten Nachrichten des Tages, kompakt zusammengefasst. V
Zu den langjährigen Generaldirektor des Gaskombinats Schwarze Pumpe, Dr. Herbert Richter, ist am Dienstag im Foyer der Hoyerswerder Lausitzhalle eine Ehrenplakette enthüllt worden. In Klettwitz geboren, wurde er nach Abitur und Studium mit nur 33 Jahren 1966 Direktor des Kombinates in Schwarze Pumpe. Und der Richter wurde in der Folge aus dem defizitären Werk ein DDR-Vorzeigebetrieb. Durch die einzigartige Stellung von Schwarze Pumpe für die Gasversorgung war Richter fast 25 Jahre der führende Mann der Gaswirtschaft in der DDR. Dieser Einfluss schlug sich auch in seinen politischen Funktionen nieder. Auf dem 10. Parteitag der SED wurde er als Mitglied in das Zentralkomitee gewählt und blieb es bis zu dessen Auflösung im Dezember 1989. Da die Stadt Hoyerswerda untrennbar mit Schwarze Pumpe verbunden war, hatte Richter auch immer eine besondere Verantwortung. 1985 übergab das Kombinat das Haus der Berg- und Energiearbeiter, die heutige Lausitzhalle, an die Stadt. Während seiner Zeit als Generaldirektor wuchs Hoyerswerda zudem um ca. 20.000 Einwohner. Grund genug, dem Wissenschaftler, Manager und Politiker zu ehren. Dr. Herbert Richter starb nur wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag am 30. März dieses Jahres. Initiiert und organisiert wurde die Gedenkfeier mit der Enthüllung der Plakette vom Traditions- und Förderverein Glück auf Schwarze Pumpe. Eine ganz besondere Ehrung fand am Dienstagvormittag im Königsbrücker Rathaus statt. Im Mittelpunkt stand dabei der früher hier als sowjetischer Soldat stationierte Valentin Bobuk. Genau vor 50 Jahren hatte er dem damals zweijährigen Thorsten Möbius das Leben gerettet. Der Junge war aus dem Fenster der elterlichen Wohnung geklettert und saß auf dem Schneefanggitter, das abzustürzen drohte. Der zufällig vorbeikommende Soldat kletterte Thorsten nach und konnte ihn wieder zurück in die Wohnung ziehen. Nur zufällig kamen beide Familien fast 50 Jahre später wieder in Kontakt. Daraufhin lud Familie Möbius Valentin Bobuk und seine Frau nach Deutschland ein. Unter anderem Werner Lindner vom Heimatverein und Bürgermeister Heiko Driesenack würdigten im Rahmen der bewegenden Feierstunde die mutige Tat. Eine der nervigsten Baustellen der letzten Jahre in der Region gehört bald der Vergangenheit an. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes für Straßen und Verkehr auf Anfrage bestätigte, sollen noch im Juli die Arbeiten an der S100 in Panschwitz-Kuckau beendet werden. Es seien nur noch Restarbeiten wie die Montage von Geländern und Fahrbahnmarkierungen zu erledigen. Einen konkreten Freigabetermin gebe es allerdings noch nicht. Mit den Bauarbeiten, die im Wesentlichen der Erneuerung der Brücke über das Klosterwasser beinhalten, war im Mai 2017 begonnen worden. Seitdem mussten zwischen Bautzen und Kamenz weiträumige Umleitungen gefahren werden. Mitte 2020 werden rund 70 Millionen Euro für die Infrastruktur im Industriepark Schwarze Pumpe und seinem Umfeld investiert. Bis 2021 sollen es dann 100 Millionen sein. Nachdem Brandenburg bereits zu Jahresanfang eine 90-prozentige Förderung für die Infrastrukturentwicklung zusagte, zog Sachsen jetzt nach. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, stimmt Sachsen dem Antrag des Zweckverbandes auf Förderung vollumfänglich zu. Beide Länder begründen ihre Entscheidung auch mit den fortschreitenden Investitionen der Firmen im Industriepark. Aktiv sind in diesem Gebiet unter anderem die Papierfabrik Hamburger Riga, das Unternehmen Stebatec, die SLS Drebgau GmbH und die NWM GmbH. Damit habe man endlich Entwicklungssicherheit. Jetzt gelte es, die bereits in den Schubladen liegenden Pläne zu aktiven Projekten zu machen, heißt es. Es folgt eine kleine Pause und dann melden wir uns gleich mit weiteren Meldungen aus der Region zurück. Am 23. Juni startet es wieder, das nächste Quartierfest der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda im Zentralpark direkt hinter dem Lausitz-Center. Erleben Sie ab 13 Uhr Unterhaltung pur, unter anderem mit Schlagersänger Patrick May. Für die Kleinen gibt es Streichelzoo, Ponyreiten, Kinderschminken und vieles mehr. Oder informieren Sie sich zu attraktiven Wohnmöglichkeiten der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert. Wir
Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Das ist tatsächlich was Brot. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Nicht vergessen, 23. Juni, nächstes Quartierfest der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ab 13 Uhr im Zentralpark, direkt hinter dem Lausitz-Center. Wie versprochen gibt es jetzt unsere Kurznachrichten, Teil 2. Der Landkreis Görlitz informiert über einen Zekarienbefall im Berzdorfer See. Die kleinen Würmer sind Verursacher einer sogenannten Badedermatitis, die sich in allergischen Hautreaktionen wie Bläschenbildung und Juckreiz äußert. Ein Verschlucken der Zekarien führte nicht zu einer Erkrankung, eine Übertragung von Mensch zu Mensch findet nicht statt. Auch die Wasserqualität sei nicht beeinträchtigt, heißt es seitens des Gesundheitsamtes. Empfohlen wird zur Vorbeugung, Flachwasserbereiche mit Pflanzenbewuchs zu meiden. Darüber hinaus sollte die Badebekleidung nach dem Baden abgelegt werden und der Körper kräftig mit einem Handtuch abgerieben, um somit die Zekarien auf der Haut erheblich zu reduzieren. Die Großdrebnitzer Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug. 7 Monate nach der Bestellung konnten die Kameraden jetzt ihren Mannschaftstransportwagen übernehmen, informiert das Bischofswerdaer Rathaus. Mit dem neuen MTW kann die Ostfeuerwehr wieder mit vollem Gruppenstärke, das heißt 8 Kameraden und einem Gruppenführer, ausrücken. Die Investitionskosten lagen bei rund 54.000 Euro. Zur geplanten Fusion der Stadt Kamenz mit der Gemeinde Schönteichen bieten die Verwaltungen 2 Einwohnerversammlungen an. Am 27. Juni wird ab 19 Uhr im Kamenzer Ratssaal über den Eingliederungsvertrag informiert. Eine weitere Veranstaltung ist am 5. September vorgesehen. Das Bürgeramt des Landkreises Bautzen bleibt am Standort Hoyerswerda am Mittwoch und Donnerstag geschlossen. Und dafür ist eine Fortbildungsveranstaltung, heißt es aus der Verwaltung. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter aus Kamenz oder Bautzen telefonisch unter 03591 5251 11511 zur Verfügung. Fangen, schießen, fliegen, alles Kompetenzen, die ein Torwart haben muss. Jemanden zu finden, der das alles kann, ist nicht leicht. Deswegen fand jetzt das erste Dresdner Torwart-Battle statt. 30 talentierte Jungs und Mädels im Alter von 7 bis 17 Jahren sind in 136 Duellen gegeneinander angetreten. Gesucht wurden Sachsens beste Nachwuchstorhüter. Wer gewonnen hat, das sehen Sie jetzt. Deutschland ist eine absolute Torwartnation. Doch selbst ein Manuel Neuer wird irgendwann zu alt sein, um das Tor der Nationalmannschaft zu hüten. Die Torwartschule Dresden unterstützt seit 2017 junge Torhüter bei ihrem Weg von der Kreisklasse bis in den möglichen Torwart-Olymp. Am vergangenen Wochenende haben die Coaches die besten Torhüter Sachsens gesucht. In diesem Torwart-Battle ist alles dabei, was die Torhüter brauchen. Sie müssen schießen, sie müssen reagieren, sie müssen schnell reagieren, sie müssen Bälle halten, flache, halbhohe, hohe Bälle. Deswegen ist das eine tolle Trainingsform. 30 hochtalentierte Jungs und Mädels im Alter von 7 bis 17 Jahren duellierten sich vor rund 50 Zuschauern in 136 Spielen. Nach über 770 erzielten Toren konnte sich Konrad vom SV Ligau Augustusbad in der Altersklasse bis 11 Jahre durchsetzen. Erik vom Heinsberger Sportverein schnappte sich die Krone bei den unter 14-Jährigen. Zu überzeugen wusste aber vor allem der 17-jährige Nico vom Dresdner SSV. Er gewann jedes seiner 9 Spiele. Für Nico persönlich ist die Torhüterposition die am meisten unterschätzte und dennoch schönste auf dem Platz. Weil ich halt gerne einen Ball fange, ein Tor verhinder und halt immer das Feeling habe, den Stürmer zum Beispiel zu ärgern oder so. Und immer mich darüber freue, wenn ich halt einen gefühlt unmöglichen Ball halte, wo dann jeder darüber redet, oh mein Gott, was ist denn das für ein guter Torhüter und so. Und ich liebe es auch einfach, über den Rasen zu springen und den Ball einfach aus jeder Art und Weise und jeder Sicht halt aus jedem Winkel zu kriegen, zu kratzen. In den meisten unterklassigen Vereinen wird das Torwarttraining jedoch zu oft vernachlässigt. Deshalb strebt auch Nico danach, selbst in der Torwartschule aktiv zu werden und junge Talente zu fördern. Für Ex-Profi Köhler, der unter anderem bei Dynamo Dresden, Energie Cottbus und Hansa Rostock zwischen den Pfosten stand, ist genau dieser Antrieb der Weg zum dauerhaften Erfolg. Ja, toll. Das hat mir Spaß gemacht. Die
wie ehrgeizig teilweise auch die Jungs sind. Die ärgern sich, wenn sie den Ball nicht halten oder wenn sie selber den Ball mal verschießen. Und so muss es ganz einfach sein, dass da so ein Wettkampfcharakter ist. Und da kristallisieren sich schon die Wettkampftypen raus. Und ich glaube auch, dass die unbedingt gewinnen wollen, am Ende auch vielleicht mal es schaffen, Profi-Torwart zu werden. Das Torwart-Battle hat gezeigt, dass auch in Sachsens Jugendmannschaften junge Torwarttalente kicken. Wer weiß, vielleicht ist ja einer der kleinen Nachwuchsneuers auf dem Weg, den ganz großen Fang zu machen. Jetzt folgen noch einmal Verbraucherinformationen, bevor Anwalt Hagen Döhl einen aktuellen Fall aus dem Verkehrsrecht für Sie erläutert. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos. Ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de.
Nein, das wäre dann ein unerlaubtes Verlassen des Unfallortes. Wenn nach angemessener Wartezeit am Unfallort niemand erschienen ist, dann sollten Sie die Polizei benachrichtigen und den Unfall aufnehmen lassen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 18. Juni 1994 wurde in Knappenrode das Bergbaumuseum, die heutige Energiefabrik, eröffnet. Von 1918 bis zum 25. Februar 1993 waren hier Briketts hergestellt worden. Dem Initiator und später ersten Museumsleiter Wilfried Sauer und dem Förderverein ist es zu verdanken, dass das Areal erhalten und die Industriegeschichte des Standortes bis heute erlebbar ist. Stückweise wurde die Technik restauriert und ist zum Teil auch noch funktionstüchtig. Das Herzstück der Ausstellung ist der 2009 eingeweihte selbstgeführte Besucherrundgang durch die Brikettfabrik. Aber auch die ständige Ofen- und Feuerstättenausstellung und der Dresinenrundweg kamen im Laufe der Jahre dazu. Derzeit wird die Fabrik erneut umgebaut, das Areal soll verkleinert und attraktiver für Besucher werden. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Zur Skatrunde treffen sich Interessierte am Mittwoch um 13.30 Uhr beim Nachbarschaftsförderverein Hoyerswerda im Plauderstübchen der AWO in der Münzerstraße in Hoyerswerda. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können am Mittwoch ab 14 Uhr kleine Snacks selbst angefertigt werden und eine Stunde später öffnet die Kreativwerkstatt. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 17.25 Uhr den Streifen »Solange ich atme«. Und die Fußball-WM live auf Großleinwand erleben kann man am Mittwoch wieder im Biergarten des All Jack Empire an der Hermannstraße in Hoyerswerda. Zum Public Viewing wird in den Begegnungen 14 Uhr Portugal-Marokko, 17 Uhr Uruguay-Saudi-Arabien und um 20 Uhr Iran gegen Spanien eingeladen. In der kommenden Nacht Bewölkungsrückgang, im Verlauf meist locker oder gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Am Mittwoch heiter, es bleibt niederschlagsfrei und es wird hochsommerlich warm bis heiß. Das Quecksilber klettert örtlich bis auf 30 Grad. Am Donnerstag neben Sonne, zeitweise wolkig, mit ein paar Schauern und kurzen Gewittern sowie einem stark auffrischenden Wind. Und am Freitag ist es wechselnd bewölkt, stellenweise gibt es etwas Regen oder einzelne Schauer. Es wird windig und deutlich kühler. Das waren unsere Themen für heute. Das Team der Drehscheibe Lausitz wünscht Ihnen noch einen angenehmen Dienstagabend. Tschüss.